Ja, auch schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Also vielleicht gleich vorweg. Wir kommunizieren immer No Ranks, No Titles. Also die Titel können uns gleich wieder vergessen. Wir kommunizieren mit allen Menschen auf Augenhöhe, ganz egal welcher Herkunft, welcher Farbe und natürlich auch unabhängig vom Reichtum. Bevor ich darauf einsteige, vielleicht auch zu meiner Person. Ja, ich habe auch in der BU studiert, war auch in Amerika-Universitäten und über das Geldsystem habe ich dort nichts gelernt. Genau null. Ja? Dann kommt man sich natürlich relativ blöd vor, wenn man so wie ich, vielleicht ein bisschen später, ist der Franz vor 7 oder 9 Jahren, sich einmal interessiert hat. Es gab ja damals September 11, Sie wissen, und eine große Rezession, dass man mal wie sowas hinterfragt hat. Und dann waren auch sehr viele Informationen schon vorhanden über die Federal Reserve, also das Federal Reserve Geldsystem. Und je mehr man recherchiert, desto mehr beginnt man zu erwachen. Und dann auf einmal gibt es einen großen Knall und Sie denken sich, na, was habe ich bis jetzt gelebt, also in welchem System, also wie habe ich mich aufgestellt, wie habe ich da wohlgefühlt und wie geht es uns eigentlich rundherum, was passiert eigentlich in der Ökonomie, wie beeinflusst die Ökonomie die Gesellschaft, wie hängt das mit der Eigentumsstruktur zusammen und da beginnen Sie es also immer mehr zu hinterfragen, alles das, was Sie auf der Wirtschaftsuniversität nie gehört haben. Es gibt einen sehr tollen Artikel, also für alle vielleicht von Ihnen, Sie können sich sehr gerne mit Franz und mit mir vernetzen auf Facebook. Also wir haben also dort sehr viele Literatur, es gibt sehr viele Freunde, einige sind davon auch hier, die auch sehr tolle Gebiete, also nicht nur vom Geldsystem, auch gesellschaftlicher Art dort hineinstellen, also bis hin also zu Bildungswissenschaftlern, wie es den Gerhard Hüther, also Sie finden einen großen Kreis von Interessenten und wir laden Sie herzlich ein, hier mitzutun. Franz hat gesagt, also vom Geldsystem, da gibt es einen einfachen Spruch, das Geld ist ja nicht weg, es hat nur ein anderer. Also, wenn die erste Frage und die alles entscheidende Frage für Sie, wenn Sie da wirklich weiter vorstoßen wollen, so wie in fast allen Bereichen, ist ganz einfach der Spruch, follow the money. Also woher kommt das Geld? Und dann landen Sie natürlich bei der Geldschöpfung, zu der wir noch kommen. Aber ich wollte auf diesen Artikel eingehen, den hat es gegeben vor 3, 4 Tagen, auch auf unserer Facebook-Seite im Handelsblatt. Sonst also ein eher sehr konservatives Blatt, wie Sie alle wissen, also sagen wir Mainstream-Ökonomie. Die Journalisten, die da schreiben, wissen oft auch selber nicht, was sie tun, sage ich einmal. Und da gibt es ein sehr tolles Interview, das hat die Headline, das endet mit dem großen Knall. Und das sagt jetzt nicht irgendwer, sondern das sagt ein gewisser Ludwig Pullen. Und der Herr Ludwig Pullen war also circa, glaube ich, mehr als 10 Jahre der Chef der WestLB, also der zweitgrößten deutschen Bank. Ich glaube, er ist unter 10 oder 12 Jahren ausgeschieden, in Pension gegangen. Und das sagt also ein gestandener Banker, nämlich ein Banker vor der großen Deregulierung. Er wird da gefragt, ich möchte das ein bisschen was zitieren, nur damit Sie sehen, wie weit wir jetzt sind, Sie ein bisschen, ich sage mal, emotional aufbereiten für das, was jetzt kommt. Also in der Diskussion wird er gefragt, welche Rolle die Banken spielen sollen. Und da sagt der Herr Poulin, sollten wir nicht lieber darüber reden, wofür überhaupt wir Banken brauchen? Das ist doch die entscheidende Frage. Oder noch deutlicher gefragt, brauchen wir Banken überhaupt noch? Also das heißt, das sagt jetzt nicht irgendjemand, nicht irgendein Journalist, sondern einer, der ist ja wirklich, ich sage mal, jahrzehntelang oder ja, 10, 12 Jahre, schätze ich einmal, an der Spitze einer der größten Banken gestanden ist. Er spricht dann auch, Sie wissen, es gibt jetzt so viele Rettungsschirme, ja, also man könnte auch, ich sage einmal, Muscheln, Rosenblume, Löwenzahn taufen, ist vollkommen egal. Ein Rettungsschirm folgt dem nächsten. Und wenn man, ich sage einmal, ein bisschen sich interessiert wirtschaftlich, naja, Schulden plus Schulden ist Rettungsschirm, das konnte mir nicht einmal der Stefan Schulmeister erklären, einer der besten Wirtschaftsforscher Österreichs, ist auch nicht zu erklären. Also alles, was hier passiert, muss man natürlich hinterfragen im Sinne mit den Begriffen, was wird wirklich darunter gemeint. Der Herr Poulin nimmt dann auch noch Stellung zu Notenbanken, also dieses Geldringelspiel. Und dann sagt er, um das, was die Notenbanken da machen, Geldpolitik nennen zu können, müsste man Satiriker sein.
Also er sieht das, ich sage einmal, schon von einem Standpunkt aus betrachtet, wo man sich wirklich fragen muss, wie weit also das geht. Vielleicht dann auch noch weiter zu Politikern, wird das auch gefragt, also wie gut die Politik, die Krise und die ganzen Fonds managt. Da meint er, ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube mehr. Wenn ich Merkel und Schäuble sehe, diese für Deutschland zwei zentralen Figuren in dieser Frage, wird mir bange. Frau Merkel ist ein Verhängnis für unser Land, in dieser Zeit. Also Sie sehen, es ist mittlerweile so weit, dass sogar anerkannte Banker das ganze System hinterfragen und das also auch öffentlich tun aus einem, sagen wir mal, sehr anerkannten Medium. Was will ich jetzt Ihnen einmal schnell sagen? Wir wollen also den Kreis jetzt ein bisschen ziehen zwischen der Realwirtschaft, also das, was die realen Unternehmen tun, und das also dann hinüberführen, weil man beides zusammen sehen muss, um die Zusammenhänge zu verstehen. Und da sind wir also schon beim ersten Teil, dem Nullsummenspiel. Also der Kapitalismus ist ein Nullsummenspiel. Es ist immer lustig, wenn man hört, wir haben so viel Wohlstand. Auf der anderen Seite steht auf einmal 2000 Milliarden Schulden in Deutschland, die auch nicht stimmen, weil natürlich viele Gemeindeschulden da gar nicht drinnen sind, genauso wie in Österreich. In Österreich sagt man, wir haben 72% von BIP Schulden, das sind ja schon viel mehr. Die Gemeindeschulden in Österreich weiß nicht einmal der Rechnungshofpräsident. Die sind 11,5 Milliarden, schätzt er. Er hat gesagt, er weiß es nicht, weil er keine Information darüber hat. Die sind natürlich nicht inkludiert. Wie Sie wissen, gibt es da die berühmten Maastricht-Kriterien. Das ist also auch, ich sage mal, so ein politischer Akt, weil dahinter gibt es noch einen Rattenschweif von 15-25% der Schulden, die nirgends aufscheinen, die man aber natürlich dazuzählen muss, weil der Staat, Land oder Gemeinde natürlich auch von diesen Schulden Zinsen bezahlen muss. Und wer letztendlich die Zinsen zahlt, könnte ich jetzt gleich Sie fragen, gebe ich Ihnen einen Tipp, es ist nicht der Arbeitgeber. Okay? Also wer dann letztendlich die Zinsen zahlt, das sind natürlich die Steuerzahler. Also wie schaut jetzt das Nullsummenspiel aus der Ökonomie? Das könnte man also natürlich herleiten, wird vielleicht der Franz noch ein bisschen eingehen auf die Buchhaltungsfehler. Bei Punkt 1 wäre mal mein Exportüberschuss, dein Importdefizit. Also wir haben sehr intensiv verfolgt die Diskussion in Deutschland, betreffend also jetzt Griechenland, südeuropäische Länder. Und da muss man ganz einfach eines sagen, der Wohlstand in Deutschland, Österreich, Niederlande, sprich die Exportüberschüsse sind natürlich die Schulden der südeuropäischen Länder. Also per Saldo ist das natürlich null. Also wenn Sie den Welthandel hernehmen, ist der Saldo zwischen Importüberschüssen und Importdefiziten und Exportüberschüssen natürlich null, abgesehen von Devisenkursdifferenzen. Muss ich ja ausgleichen, nicht? Wenn ich die gleiche Faktur habe, der eine bucht links, der andere bucht rechts, per Saldo muss ich es natürlich ausgleichen. Das wird einmal zuerst schon vergessen. Also die ganze, sage ich mal, wirtschaftliche, politische Diskussion, auch in Österreich, ist sowas von Hanebüchern naiv und dumm, es ist unbegreiflich. Weil die Staatsschulden ja mit dem Euro nichts zu tun haben. Die Staatsschulden haben natürlich, und der Euro hat natürlich zu tun, mit der Wettbewerbsfähigkeit der Länder und mit dem Güteraustausch. Exporte, Importe. Und natürlich können diese Exporte, Importe teilweise auch mit Schulden finanziert sein. Das beste Beispiel ist wieder in Deutschland, Griechenland. Ja? Also beim ersten Paket haben die Griechen, glaube ich, 110 Milliarden bekommen, hat sofort die Merkel ausgehandelt, deswegen kann man dem Herrn Pulle nur zustimmen, dass die Frau Merkel die größte Gefahr ist, dass die Griechen natürlich dafür wieder Waffen kaufen und somit hat man also die ThyssenKrupp-Firma natürlich wieder schöne Gewinne beschert, zahlen tut sie irgendwann einmal der Steuerzahler. Ja? Also das Erste, was sie gemacht haben, dass natürlich die Griechen wieder ein paar Panzer, Kanonen und was weiß ich was gekauft haben, aus diesem 110 Milliarden Rettungspaket.